Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Rahmen der DRK Medizinakademie Sprechstunde. Wir haben heute ein ebenso spannendes wie erfreuliches Thema, nämlich wie bereite ich mich auf eine Schwangerschaft vor? Wir erleben ja gerade einen Babyboom und ich freue mich deshalb, dass mit Frau Professor Dr. Daniela Hornung, die Direktorin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Vidia-Kliniken hier am Standort Diakonissenkrankenhaus bei uns zu Gast ist. Seien Sie uns herzlich willkommen, Frau Professor Hornung. Wie bereite ich mich vor? Ja, zunächst einmal sollte man wissen, was das optimale Alter ist zum Schwangerwerden für eine Frau. Das liegt zwischen 20 und 30 Jahre. Das ist heutzutage schwierig, weil ja das oft eine Zeit der Karriereplanung ist. Trotzdem sollte man das beachten. Es ist natürlich nicht so, dass dann ab 30 Jahren man nicht mehr schwanger werden kann, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt doch etwas ab. Bei 35 deutlicher und bei 40 ganz deutlich. Über 40 Jahren liegt es etwa nur noch bei 10%, dass es wirklich klappt mit der Schwangerschaft. Und wenn die Frau dann noch irgendwelche Erkrankungen dazu hat, wird es noch schwieriger. Also der Vorschlag, wenn es irgend geht, früh anfangen. Ja, und jetzt die Frage. Soll die Frau sich untersuchen lassen, bevor sie die Pille absetzt? Es ist so, dass die Frau sowieso jedes Jahr einmal zum Frauenarzt gehen sollte, auch zur Krebsvorsorgeuntersuchung. Er verschreibt ihr ja auch die Pille. Und das heißt, sie muss dann nicht noch mal extra zum Arzt gehen, wenn sie plant, schwanger zu werden. Was aber sehr schön wäre, wäre, wenn sie vor dem Absetzen der Pille schon anfängt, die Folsäure zu nehmen. Mhm. Weil ein guter Folsäurespiegel dazu sorgt, dass die Kinder weniger Schlussstörungen des Rückens haben, die sogenannte Spina Bifida. Da ist empfohlen, etwa 3 Monate zeitgleich mit der Pille die Folsäure einzunehmen und dann die Pille abzusetzen. Und wenn die Frau die Pille absetzt, wie schnell ist da eine Schwangerschaft wahrscheinlich? Ja, häufig kann das direkt sofort passieren im ersten Zyklus. Da gibt es manchmal Mythen, man müsste jetzt ein Jahr warten. Das stimmt überhaupt nicht. Die Pille behandelt manche Krankheiten, zum Beispiel Endometriose oder zum Beispiel zu viel männliche Hormone. Und direkt nach dem Absetzen hat die Frau sozusagen noch die besten Voraussetzungen. Je länger sie absetzt, desto eher können diese Krankheiten wieder zurückkommen. Normal ist es aber, wenn man 1 bis 2 Jahre braucht zum Schwangerwerden. Ah ja, und jetzt gibt es natürlich eine gewisse Unkenntnis über Schwangerschaften. Also die Frau weiß nicht, dass sie schwanger ist. Und welche Wirkung hat da Alkohol, Zigaretten oder Kaffee? Also sie sollte, wenn sie plant, schwanger zu werden, am besten schon die Zigaretten vorher absetzen. Dann hat sie nämlich auch bessere Chancen, dass es klappt. Auch den Alkohol sollte man wenig oder gar nicht, also in der Schwangerschaft gar nicht mehr nehmen. Kaffee ist erlaubt, aber in Maßen. Drogen sind natürlich auch streng verboten. Ja. Und jetzt gibt es ja in vielen Fällen einen unerfüllten Kinderwunsch. Was kann man tun? Was muss man tun? Richtig, genau. Man sollte nicht zu lange warten. Also wie gesagt, 1 bis maximal 2 Jahre. Wenn man schon älter ist, also über 35, dann wirklich nur 1 Jahr warten. Und dann würde die Untersuchung beim Frauenarzt kommen. Das heißt, die Frau wird untersucht, ob irgendwelche Krankheiten vorliegen, ob die Hormone in Ordnung sind, ob es zum Beispiel Myome gibt, Polypen, Endometriose, ob irgendwelche Schilddrüsenerkrankungen vorliegen. Und auch der Mann wird untersucht. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das heißt, es liegt an 50% an der Frau, wenn sie nicht schwanger wird, an 20% nur am Mann und 30% an beiden. Beim Mann werden die Spermien untersucht, ob sie genügend in der Menge sind, ob sie normal aussehen und ob sie sich bewegen können. Ja gut, da sind wir beim Thema Mann, Vater. Beistand. Welche Erfahrungen haben Sie mit den Vätern? Kommen die zur Geburt in die Klinik oder haben Sie da immer noch eine gewisse Scheu oder Hemmungen? Ja. Also Sie kommen auch schon in die Sprechstunde, wenn es um den Kinderwunsch geht. Da sind Sie auch wichtig, weil es wirklich eben auf beide ankommt. Und es ist so, wenn wir die Frauen zum Beispiel operieren sollten wegen irgendeiner Erkrankung, dann sollte auch der Mann zum Urologen oder Hautarzt gehen und die Spermien untersuchen lassen. Und wenn es dann später geklappt hat mit der Schwangerschaft, ist natürlich sehr schön, wenn die Männer mitkommen in den Kreißsaal. Wir haben sogar einen Vorbereitungskurs für Männer, der sehr beliebt ist. Ja? Ja, wunderbar.
Also, herzlichen Dank für dieses Gespräch und für diese wertvollen Hinweise. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Sehr gerne.